Geländepreis von Orléans, sechstes Rennen der Start Nummer 2 von Bacardi Royal Dieter Brüst. Weiter geht's mit der 1, Filou de Bes, Ralf Oppoli. Es folgt die 5, Carina Alki, Rob de Flecher. Nächster Teilnehmer ist die 8, Messi Hasela, Didier Cox. Tech mit Robin Backer. Die neuen Handy Wise, Janta ist die Jung. Start ist frei für den Preis von Orléans, unser achtes Rennen. Die Teilnehmer bereits hinter dem Startwagen positioniert. Filou de Bes mit Ralf Oppoli, die 1, Bacardi Royal Dieter Brüst, die 2, White Phoenix Jan Thiering, die 3, Germany Attack Robin Backer mit der 4, Carina Alki, die 5, Rock de Flecher, Ilkos mit Günter Lübe. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs und da beginnt White Phoenix im Galopp und verspringt hier alle möglichen Chancen gleich am Start. Itzeblitz kam glatt ab und kam vor allen Dingen schnell ab. Die erste Zwischenzeit und Germany Attack geht nach vorne, übernimmt die Führung von Itzeblitz. Dahinter bleibt auf kürzeren Wegen Bacardi Royal dicht dran. An der Außenseite Messi Hasela immer weiter aufrückend. Jetzt ist an die vierte, dritte Position. Inzwischen vorn, 14:05 die Zwischenzeit. Dahinter geht es nicht mehr weiter für Germany Attack, aber Carina Alki hat hier noch einiges in petto und hat sich jetzt bis an die zweite Stelle vorgeschlichen. Attackiert. Messi Hasela, Carina Alki außen, ganz an der Außenseite mit Handy Wise eingesetzt, mit viel Speed. Carina Alki jetzt in der Mitte dabei im Vorteil. Handy Wise außen setzt nach, Fehler von Messi Hasela, Carina Alki und außen Handy Wise, aber Carina Alki ist hier sicher vorn und gewinnt. Carina Alki dahinter Handy Wise auf dem zweiten Platz. Rang 3, dann noch an Itzeblitz und von Germany Tech, Lippos und der Rest. Auch selbst im Sulki der Yara Broko-Tochter saß. Besitzer ist Jakobus Dalm. Und für Carina Alki nach vielen guten und sehr guten Platzierungen in den letzten Wochen ein mehr als verdienter Sieg. Gratulation, Rob de Flecher. Ja, machen wir ein Foto. Ja, schön. Rob, herzlichen Glückwunsch. Viele gute Platzierungen, Dirk hat es gerade schon gesagt. Und der Erfolg heute war, kam ja eigentlich nicht so überraschend, oder? Nein. Ich habe es gute Leistung. Aber fast jedes Mal mein sehr gutes Spiel davor. Heute rennt er auch. Das ist jetzt nicht ja eigentlich optimal. Messi Hasler hat Tempo gemacht. Du konntest dann, hat zwar kurz Milchkost von der Nase, aber konntest dann auf Überseite nochmal einpacken. Also eigentlich ein perfekter Rennverlauf, oder? Ja, genau. Ich bin Milchkost weg, weil ich nicht gebracht habe, wo ich jetzt auch sein müsste.
und so weiter. Eigentlich ist die gerade und dann hat sich eigentlich normalerweise eine Menge gegeben. Das hat ja auch gezeigt. Ein bisschen fährt für die großen Bahnen oder kannst du auch in Dienstag oder Altmar oder braucht sie schon die große Bahn, wo sie ihre Geschwindigkeit ausspielen kann? Das ist für die große Bahn, aber ich weiß, dass in zwei Wochen, also das ist wirklich gerne zu Altmar gehen und es gibt keine kleinen Bahnen. Gut, also das Thema hatten wir ja schon einige Mal, jetzt wird da gerne mal Altmar gehen. Bob, ich gratuliere herzlich zum Sieg mit Carina Altmar, kommt in den Stall. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die geht nach Altmar. Ja, dann ist auch verständlich. Danke. Super. Auf dem Weg zur Siegerparade jetzt die Sieger aus dem Kreis von Orléans, Carina Alki und Rob de Vlieger.